Wilhelm-Weiblinger-Haus. Hier ist auch das Popbüro Heilbronn. Und da konnte man durch den Daniel Schütt, der das Popbüro leitet hier, hierher kommen. Der hat hier super Räumlichkeiten hier im Keller. Das ist noch alles noch nicht ausgebaut und noch alt. Und da passt es einfach super hier als Gefängniszelle. Und hier sind wir ja hier im Todestrakt sozusagen. Und es passt alles hier super. Und deshalb danke an den Daniel Schütt, ans Popbüro Heilbronn, dass wir hier sein dürfen. In unserem Video geht es um die Todesstrafe und speziell um die Hinrichtung und um die Zeit davor. Also die Gefühle und die Momente, die der Gefangene hat, bevor er dann zu seinem letzten Gang sozusagen geführt wird und dann auf den Stuhl gesetzt wird. Kein Mensch hat das Recht auf der Welt, einen anderen Menschen umzubringen. Sei es durch ein Gesetz, sei es durch irgendwelche Hasstheorien, die man auf den Mensch hegt. Also es ist einfach absolut scheiße. Wir wollen das mit dem Video halt verdeutlichen, dass die Todesstrafe eigentlich, auf gut Deutsch gesagt, Kacke ist. Weil wir geschlossen gegen Todesstrafe sind, also wir können das nicht mit unserem Gewissen vereinbaren. Einfach ein Mensch, sei jetzt mal dahingestellt, was er getan hat, das durchmachen zu lassen, was praktisch die Insassen in der Todeszelle durchmachen. Und auch halt an dem Akt der Bestrafung. Das Schwierigste für mich persönlich war jetzt, die Szene zu drehen in der Gefängniszelle, wie der Häftling, den ich dann in dem Video spiele, mit der Situation klarkommt, dass er nicht mehr lange zu leben hat und er muss mit dem Leben jetzt abschließen und er weiß auch seinen Todeszeitpunkt. Und ich denke, das zu wissen, ist eine extreme Bürde. Und im Namen der Gerechtigkeit zu sterben, in einer sogenannten Gerechtigkeit, ist nochmal ein Tick schwerer, auf jeden Fall. Und das darzustellen fand ich schon sehr schwer und hat mich schon auch mitgenommen. Ich bin auf Schweiz, gell? Ja, hallo, gerade anbrennen. Hey, welches so? Und Zusammensacker. Danke. Also wir nehmen ja sehr gerne sozialkritische Themen in unsere Songs auf und ich habe im Fernsehen eine Reportage gesehen über die Todesstrafe und habe die Umstände gesehen, warum jetzt auch Leute verurteilt werden. In manchen Ländern, klar, geschieht es sehr offiziell durch ein Gericht, wie jetzt Amerika oder auch andere Länder wie China. In anderen Ländern gibt es keinen Richterspruch, da wird es so entschieden und wird einfach sehr schnell und sehr sofort hingerichtet zum Teil und zum Teil auch absolut an den Haaren herbeigezogen. Es gibt keinen Prozess und generell das Thema Todesstrafe, dass ein Mensch, ein anderer Mensch zu Tode verurteilt und das auch noch im Namen der Gerechtigkeit macht, ist nicht tragbar. Deswegen haben wir uns entschieden, einen Song zu schreiben und auch unsere Meinung darin zu verpacken. Also in unserem Video geht es explizit nur um die Todesstrafe und nicht, warum dieser Mann hingerichtet wird. Es geht uns darum, dass andere Menschen Menschen verurteilen, dass sie sterben müssen. Und es ist in diesem Video nicht wichtig, weshalb. Es geht allgemein um die Todesstrafe. Also ich fand den Aspekt cool, dass man zu dem auditiven Erlebnis, zu dem Song, wo auch schon sehr aussagekräftig ist, wenn man sich mit dem Text befasst, noch ein visuelles Erlebnis bekommt, um das Ganze noch zu verinnerlichen. Das Ganze
nochmal einfach zusammenzufassen und auf eine ganz andere Art und Weise dem Zuschauer oder dem Zuhörer nachanzubringen. Und das auf eine möglichst direkte und schonungslose Art, damit es auch vielleicht den einen oder anderen zum Nachdenken anregt. Nee, natürlich. Also mir liegt das Thema auch sehr am Herzen, da ich auch halt persönlich gegen die Todesstrafe bin. Und ich finde, dass man da ein Statement setzen sollte. Und finde es dann ziemlich geil, wenn man das durch ein Musikvideo umsetzen kann. Und wie die Band halt, da bin ich natürlich unbeteiligt, aber die es durch einen Song umsetzen und dadurch auch, sag ich mal, die breite Masse versucht zu erreichen und quasi auch denen ihre Gedanken dazu anregen und die dazu anzuregen, mal darüber nachzudenken. Also ich war von Anfang an halt gleich hellauf begeistert, weil ich es geil fand, mal ja auch ein Musikvideo zu drehen, wo man wirklich die Band gar nicht spielen sieht, sondern rein durch eine Story die Thematik unterstützt. Und ja, weil es halt einfach mal was anderes und es gerade im Metal-Bereich halt nicht so oft gibt. Also wir haben vor, weitere Videos zu drehen. Mhm. Zu welchem Song, wissen wir nicht genau. Natürlich wollen wir auch neues Material nachliefern und wahrscheinlich gibt es dann da dazu die nächsten Videos. Tears and